Oh, ich habe was für ein Tagebuch. Lieber Papa, ich schreibe das, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst. Meine Mama und ich wollten bleiben, aber Silantius sagt, wir müssen in den Turm gehen und das Auto stehen lassen und ich will das nicht. Ich wollte im Auto auf dich warten, aber Mama sagt, ich darf nicht. Und Silantius hat gesagt, du kommst nicht wieder, weil du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast. Er ist ein doofer Lügner, weil du gar keine Prüfung brauchst, weil ihr Glaube dumm ist. Das hast du mal gesagt. Mama hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass sie auch auf dich wartet. Also bitte komm bald zurück und hol uns von den Blödmännern weg. Ich liebe dich ganz doll. In kleinen Stichen. Ah, du bist zurück. Welche Pläne hat unser Anführer sonst noch auf Lager? Warte, sag nichts. Ich war eben bei Kollege Mechanik. Hier komme ich nicht rein. Ja, auch nicht. Aber sieht gemütlich aus. Und er spielt schon. Artyom! Hey. Komm rein und setz dich! Stepan will uns etwas vorspielen. Na dann. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Na los, schnapp dir die Gitarre! Nein. Echt, ich bin im Picken. Ich weiß auch nicht, wie der reagieren soll. Macht dir nichts aus. Und weiter geht's. Danke, Stepan. Ich lasse euch mal alleine, ne? Tut mir leid, wenn ich frage, Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Oh. Etwa 3 Tage vergingen und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Ja. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama. Dann fühlst du dich besser. Senja hat das immer gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Hat aber noch einen Brief geschrieben. Tja, Leute, auf Duk. Artyom, der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Ich bin auf dem Weg. Mensch, lass doch die Friedhofslaune. Wir reden hier vom Duke. Erinnert ihr euch noch, wie er von der Bibliothek zurückkam? Ist hier nichts anderes. Naja, damals hat er uns echt reingelegt. Wir hatten den Schnaps bereit, Sam hielt die Rede, eine gute noch dazu. Kann ich auch Klavier spielen? Naja, stimmt ja auch. Nicht so schüchtern. Gut, raus in den Führerzug. Wo jetzt hier auch viel mehr Platz ist. Komm her, Artyom. Keine Hektik. Wir wollen spielen und nicht rennen. Hey. Hör zu. Ja. Ich habe mit der Archie gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Gut. Archie, bitte kommen. Bitte kommen, Archie. Ende. Archie hier. Identifizieren Sie sich. Ende. Hier spricht Oberst Vatoslav Kalnikov. Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende. Ja, ja. Ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut.
mich für den Mangel an Vertrauen, aber wie Sie wissen, ist die Situation ernst und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitpatrouille? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Weil ihr euch dann angreifen könnt, ja? Wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen aus Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten. Das klingt alles nicht gut. Ich werde sofort Bericht erstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information geheim ist, aber ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Ja. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Wir werden voll in die Falle ran. Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Crest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Okay. Wirklich überraschend, wenn man die Menge der wichtigen Ziele dort berücksichtigt. Also können wir hoffen, von jetzt an gut voranzukommen. Direkt bis zum Ziel. Ich habe jetzt mal auf die Karte geguckt. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Ja. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Sicher? Paranoid, wie die da sind, glaube ich nicht, dass wir da wieder reinkommen. Zumindest nicht lange lebend. Oh, wir sind vorne. Motor 3 Seele. Was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen. Aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Verstanden. Fahrt nicht so schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Er heißt wirklich Idiot. Ich kann es noch nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Wir sind endlich da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen. Guck mal, Mama. Hier sollen wir jetzt wohnen? Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Ein bisschen, ja. Ein bisschen alles kaputt und... Sag das nicht. Da sind Bäume, genau, da ist nichts. Hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen. Passagiere, reingehen und gut zuknüpfen. Ja, natürlich. Komm, Nastja. Später. Planänderung. Ab hier nehmen wir die Motordraisine. Wartet auf Artyom und mich. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht?
Also gut, komm mit, sonst nimmt das ja nie ein Ende. Eine kluge Entscheidung. Yelmak, halte die locker. Okay. Salü. Sagt man so in Russland, glaube ich. Und jetzt werden wir gefangen genommen. Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Ja. Später. Du übernimmst die Führung, solange ich weg bin. Jawohl! Sehr gut. Auf geht's! Hier ist einiges runtergekommen. Schlimmer als in Moskau. Ja, sieht so aus. Siehst du diesen Krater? Ich frage mich, wie hoch die Sprengkraft war. Sieht mir nach einer 100er aus. Mein Glück. Ihr habt doch auch 300er und 500er eingesetzt. Tja, aber hier scheint doch eine 100er gereicht zu haben. 3, 2, 1. Herr Obert, Yelmak hier. Wir sind in der sicheren Zone. Strahlung äußerst gering. Warten auf Ihre Rückkehr. Ende. Ja, wir fahren jetzt in den Tunnel. Miller, Ende und aus. Okay, wir werden auch nicht verarscht. Sieh dir all diese Autos an. Artyom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Jawohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So ja. Viel vergeudete Zeit. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Tja, wir sind fast da. Ja, sieht so aus. Mein Fahrzeug. Das ist kein guter Ort. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Hä? Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wäre es, wenn wir umkehren, ne? Da! Achso, seid ihr meine Kollegen von... Was da? Oberst Miller, mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Inoffiziell. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Hinten. Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sie und sagen Sie ihnen, dass sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen soll. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen wird man Sie in Empfang nehmen. Seht ihr? Wir werden erwartet. Ja. Im Erschießungskommando wahrscheinlich. Ich war nie gerne im Untergrund. Das gibt mir echt Angst. Warum ist hier alles so verlassen? Keine Waffenstellungen, keine Patrouillen. Wozu sollten Sie sie brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Ich glaube, ich ist auch lange keiner mehr durchgekommen. Irgendwie ist das alles falsch. Die Luft ist sauber. Wir können die Masken abnehmen. Trotzdem wirkt es hier irgendwie verlassen. Was denkt sich wohl das Atomsprengkopf? Tja, die sollten hier zumindest mal etwas sauber machen. Ja, und ich sollte looten, was das Zeug hält. Wisst ihr was? Wir müssen nicht alle zur Regierung. Also bleibt ihr besser bei Crest. Ja. Jawohl. Jawohl. Ihr werdet überleben, du wirst überleben. Oder auch nicht. Später. Drückst du einen Knopf oder so? Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich hab die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Artyom jetzt irgendwas sagen? Pass auf, dass wir nicht erschossen werden.
Du hattest recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ja, richte nochmal alles, damit er gut aussieht, wenn wir gleich voll verarscht werden. Ich gehe echt davon aus, dass hier irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber... Sehr gut, dass wir schief gehen. Aus. Ja. Yep. Und Licht. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind sie? Ich esse dir nicht! Okay, verarscht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das nicht wirklich Militärangehörige waren. Gut, dann heißt es jetzt aufwachen, befreien, rausrennen, Schwarzbild abwarten. Oh, könnte schwierig werden. Was? Wo bin ich? Wo sind die anderen? Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort! Keine Sorge. Alles wird gut. Den gibt's, glaub ich, nicht und mehr. Sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Ja, hast du nicht gemerkt? Klappe, der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Husten Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Menschen. Du Scheißkerl! Lass mich los! Schau! Nicht einer wird entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Ach, und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Sieht echt zombie-mäßig aus, der Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Gib mir endlich die Chance. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an Ihnen verschlucken oder so. Derweil bitte ich, ihr Bestien, entschuldigen. Kommt hier, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch. Gib mir endlich die Chance. Das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich schütte mir euch jetzt vor. Verbrennt diesen Abschaum. Zu Asche. Damit endlich kommt die Chance. Jetzt werden wir wieder satt sein. Gut. Habt ihr, du
Die Regierung! Dies, die verdienen! Jeden Einzelne von euch! Damit keine Spur übrig Dankeschön! Hierher! Danke, Sam! Aber das tut es nicht! Wir müssen sie alle kriegen! Aber zuerst! So, Vollattacke! Tut mir leid, mit diesem Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot! Hol den Hauptaufzug hoch! Bereit! Aufzug Sam, unterwegs! In eine Minute! Jawohl! Gut gemacht! So lange halten wir durch! Ich hab hier etwas für euch, ihr verdammten Freaks. Fresst Blei, ihr Schweinehunde! Keine Schuss mehr, okay. Ist nicht gut. Nein, Leute! Tja, wo bist du? Was hier? Achso, hi. Mach da Bescheid. Ohne Schuss gefallen, das ist schön. Ich hab nur noch 12 Schuss. Was haben wir hier? Gut gemacht! Ah, ich hätte nur gerne noch. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Okay. Stimmt. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Sam, du siehst im Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Das ist ein echter russischer Name. Artyom, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Ja, wenn du mir sagst, wo es ist. Also hier. Ja, danke. Ich bemühe mich, euch nicht zu enttäuschen. Hier mal. Eine Notiz. Da habe ich echt Schwein gehabt. Den Termin für den Bauabschnitt einzuhalten, war das Beste, was mir passieren konnte. Kaum zu glauben, dass ich wegen dieser dummen Bonus so sauer war. Wozu braucht ein Häufchen Asche schon einen Bonus? Jetzt haben wir es geschafft. Die Regierung ist immerhin nicht eingetroffen. Also gehört der gesamte Komplex mitsamt der Läden uns. Der Bunker sollte eigentlich die ganze Stadt retten. Und jetzt sind wir ein paar Tausend. Das einzige Problem sind die Schnuckis. Aber wir werden einfach warten, bis die Strahlung nachgelassen hat und einfach den Berg wieder den Berg hinuntergehen, beziehungsweise unter ihm hervorkriechen. Was für ein verdammtes Glück. Die Regierung ist aus irgendeinem Grund nicht eingetroffen. Die Sache ist nur die. Beim Budget für die Lebensmittelvorrate hat jemand eine bessere Nummer gezogen als wir beim Bau. Wir haben das Ding fertiggestellt, wenn auch verspätet, aber die Läden sind alle leer. Klare Sache, die Lieferanten sind alle Gauner. Und sie haben es vorher hergesagt. Aber die Mistkerle haben immerhin die Wahrheit gesagt. Die Regale sind leer. Naja, es gibt ein paar Samen und Nudeln, aber mit diesem Mist überleben wir nicht mal ein Jahr. Okay. Hier ist noch was und hier ist eine Tür. Achso, den muss ich jetzt schließen, damit der da aufgeht, ja?
Eine Tür. Jetzt geht's hier auf. Okay, das klappt nicht. Und der mit der Fackel geht mir auf den Zeiger. Okay, ich sollte hier vielleicht nichts essen. Und er rennt, warte, hey! Jetzt hinten muss ich sein, ne? Er hat einen Rucksack. Ja. Ja, Licht aus, danke. Muss ja keiner sehen hier den Arm. Oder so. Licht aus, ja.